Ja, hallo zusammen. Ich sitze hier nach einer wundervollen Theatererfahrung zusammen mit Filene Konrad, diejenige, die das Stück geschrieben hat, Geist in der Gefangenschaft. Du hast das zusammengeschrieben mit dem Dieter Brandecker, richtig? Mhm. Ja, also das ist ja im Grunde ein Hörspiel und wir hatten heute eine szenische Lesung, die ja, mir tatsächlich auch echt Gänsehaut bereitet hat, muss ich sagen. Und der Bernd Knann hat das Ganze als Veranstalter begleitet im Kammertheater Karlsruhe. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich ganz besonders finde, denn das habe ich direkt gedacht. Ich hatte mir gestern dein Interview mit Jasmin Kosebeck angeguckt und da war das Stück ja schon draußen vor einem Jahr. Und da hattest du geäußert, dass es im Grunde sehr, sehr schwierig ist, Veranstalter für so ein Stück zu bekommen. Das Stück geht um die Corona-Zeit, um die Zeit der Maßnahmen, darum, ja, wie die Leute auch darunter gelitten haben, die eben nicht alles so mitgemacht haben, aber im Grunde auch diejenigen, die mitgemacht haben. Gehorchen. Gehorchen ist der Befehl. Befolgen, was befohlen wird, sonst setzt es was. Das Leben steht auf dem Spiel. Die Wirklichkeit aber, es wird nicht befohlen. Es wird nicht geschossen. Es ist ein Gefängnis in Gedanken. Die Grenzen offen. Die Kontrollen selten. Die Gefahr abzusehen, einzuschätzen. Man hat sie verloren. Abgegeben an den Staat. Die eigene Mündigkeit. Er will sie haben. Er wollte sie immer haben. Diesmal aber dachten wir, es ist zu unserem Besten. Für unsere Gesundheit. Und Filene Konrad ist auch dafür bekannt, dass sie sich eingesetzt hat. Du hattest ja mitgemacht, zum Beispiel auch bei der Schauspieleraktion. Alles auf dem Tisch, ja. Genau. Bei der zweiten habe ich mitgemacht. Ja. Aber das Video ist gelöscht, immer noch nach wie vor. Auf ewig. Dein Video, was du da gemacht hast, ist ja gelöscht. Also es war eine Kampagne mit den Wissenschaftlern zusammen. Die erste war ja die Satire-Clips. Genau. Und die zweite Folge war Alles auf den Tisch, die Künstler, Schauspieler zusammen mit Wissenschaftlern gesprochen haben. Und es wurde kurz nach Veröffentlichung, wurden, ich glaube, 3 Videos gelöscht. Dann gab es eine Anklage, also ein Gerichtsverfahren, dass es rechtswidrig sei. Und ich glaube, innerhalb von einem Tag, also am Nachmittag schon, hat das Landgericht Köln die Entscheidung gegeben, nee, das ist rechtswidrig, die Videos müssen wieder online gehen. Und 2 Tage später wurden dann nochmal 2 Videos gelöscht und sind bis heute. Und eins davon ist das mit Professor Halitsch und mir. Also es gibt es auf der Webseite von der Kampagne, aber nicht über YouTube. Ah, okay, das heißt, es war bei YouTube wieder dieses typische Canceln, was YouTube so gerne macht. Aber auf der Webseite sind schon noch alle Videos. Ja, ja, auf der Kampagne-Webseite sind alle. Ja, ja. Ja. Ja, es waren Aktionen der Schauspieler, der Künstler, um eben sich auch zu äußern in dieser Zeit, wo unser Grundgesetz außer Kraft gesetzt wurde, zu einem großen Teil, wovon eben auch dieses Stück handelt, was man da sehr, sehr stark auch zu spüren bekommt. Zum Beispiel gab es eine Szene, die fand ich richtig heftig. Da ging es um eine Mutter, die ihr 7 Monate altes Kind oben in der Wohnung hatte. Und während der Ausgangssperre, ich weiß auch die Ausgangssperre, du kommst aus Köln, wie ich auch, wir hatten 21 Uhr Ausgangssperre. Und die hatte nur den Müll rausgebracht, das ist in dem Stück zu hören, und wurde dann festgenommen und musste ihre Tochter alleine lassen. Ich habe mich bei der Szene so ein bisschen gefragt, soll das überspitzt dargestellt sein oder hast du wirklich Geschichten oder eigene Erlebnisse, die in so heftige Richtung auch gingen, gehabt? Also zum Stück kurz, es gibt, also die Ursprungsfassung ist eine Theaterfassung für die Bühne. Und im Zuge des Schreibens habe ich gedacht, naja, wenn es keine Bühne macht, was für Möglichkeiten habe ich? Und habe es dann als Hörspiel geschrieben und Radiosender parallel angeboten. Ja. Deswegen so kam es dann zum Hörspiel, nach einer Eigenproduktion mit dem Asso Biskum Verlag, wo es jetzt erschienen ist. Mhm. Aber die Ursprungsfassung ist eine Bühnenfassung. Und die Szenen sind fast alle geschrieben, also auch kurz zu dem, was du eben gesagt hast,
es spiegelt nicht unbedingt ein Teil der Bevölkerung wider, sondern, oder zumindest war das nicht meine Intention, sondern in der Form, wie die Maßnahmen stattgefunden haben, eine Enge und Beklommenheit darzustellen und irgendwie einzufangen, die ich so wahrgenommen und gespürt habe, eindeutig. Und der eine Stimme zu geben, ohne das jetzt irgendwie vordergründig zu bewerten oder einen erhobenen Zeigefinger oder so. Ne? Mhm. Es finden sich natürlich viele Leute wieder, weil es auch um die Ausgrenzung von Ungeimpften geht und um Impfgeschädigte und Szenarien, wo man es einfach schwieriger hatte, wenn man nicht konform ging. So, das ist auch heute mein Wunsch und habe ich heute auf der Bühne nochmal nachher gesagt, dass dieser erhobene Zeigefinger nicht die Botschaft sein soll. Also der ist nicht intendiert, der ist dann interpretiert von Zuhörern. Aber es geht darum, dass die Kunst sich mit dieser Thematik beschäftigt und mit dieser Zeit. Und da vermisse ich absolut die Auseinandersetzung. Und Bernd hat die Chuzpe zu sagen, hier mein Theater steht, euch offen macht. Und ihr habt ja sonst auch anderes Programm. Ihr habt ja eher Leichtes und Komödien. Und das war jetzt echt ein Kontrastprogramm. Und danke nochmal. Und ja, so muss es gehen, Leute. Ja, ich meine, danke von uns allen, weil... was mir dabei auch einfach aufgefallen ist, ich habe mich mit politischem Theater schon lange beschäftigt. Ich habe Germanistik studiert, meine Magisterarbeit über politisches Theater geschrieben. Und im Grunde, das war ja das ganze 20. Jahrhundert, gab es kritische Künstler, gab es eben das kritische Schauspiel, was eben auch dazu dienen sollte, zum Nachdenken anzuregen. Was war so deine Intention, was war dein Hintergrund, dass du gesagt hast, ja, ich habe zwar sonst andere Stücke, die ich anbiete, aber das will ich jetzt machen. Also ich sage mal, die Freiheit der Kultur und die Freiheit der Meinung, das ist für mich das größte und wichtigste Gut. Und ich habe eigentlich, dadurch, dass die Stadt mir die Zuschüsse streichen möchte, weil wir so erfolgreich sind, und niederschwelliges Theater machen, habe ich gesagt, ja gut, dann müssen wir es auf jeden Fall politisches Theater machen. Und dann dachte ich, das Wichtigste ist eigentlich, die schlimmste Zeit, die wir gerade alle erlebt haben, aufzuarbeiten. Und dann habe ich recherchiert und dann bin ich über YouTube auf Lien Konrad gekommen und habe sie angeschrieben und wir haben uns kennengelernt und gesagt, das ist perfekt, genau das möchte ich hier machen. Und ich meine, die Bühne ist ein freier Raum. Wir haben kurz davor, ich habe übrigens ein Bühnenbild gespielt, wo wir gerade Familie Braun aufgeführt haben. Es ist auch ein sehr politisches Stück gegen Nazis, also richtig konkret. Und dass jetzt das nächste politische Stück sozusagen auf derselben Bühne stattfinden kann, da bin ich einfach so dankbar, dass ich da mein eigener Herr bin. Ich darf es selber entscheiden. Und es wäre schön, wenn die Politik ein bisschen darauf aufmerksam wird, jetzt. Und, aber auch die Autoren und Schauspieler, vielleicht brennen da noch einige dafür und sagen, Mensch, wir brauchen mehr Stücke über genau die Verarbeitung der Corona-Maßnahmen. Ich meine, wie viele Stücke gibt es über Nazis, über Antikrieg und Anti-Hitler-Geschichten? Da wurden viele Sachen geschrieben und gemacht, jetzt über Corona, wo es tatsächlich, finde ich, schon auch einschneidende Maßnahmen waren. Das lassen wir jetzt aber so links liegen. Und darum geht es mir. Da müssen wir auf jeden Fall aufarbeiten. Und ich rufe definitiv mehrere Kulturkollegen auf, genau diese Sachen jetzt auf den Tisch zu bringen und unbedingt das nachzuarbeiten. Ich finde vor allem, man spürt dieses Tabu. Und das kennen wir eigentlich, also ich aus meinem, seitdem ich in Deutschland bin und auf der Welt bin und das Land erlebt habe, kenne ich das nicht, dass man so eingeschränkt ist oder so eine Befürchtung haben muss, mit dem, was man sagt, Konsequenzen in der Art befürchten zu müssen, wie Arbeitsplatzverlust oder sei es nur Ächtung oder sei es nur in der Ecke gestellt zu werden. Und dieses Tabu spürt man so. Und deswegen da reinzugehen, und ich finde, das ist die Aufgabe der Kunst, da reinzugehen und das aufzugreifen. Und das verstehe ich auch nicht. Also ich meine, verstehen schon, weil man weiß, es gibt Konsequenzen. Aber im Grunde ist das das Kernelement, was die Kunst angeben muss. Also gerade wenn es so ein dickes Tabu gibt, da reinzugehen und sagen, hey, aber das brechen wir jetzt auf und gehen da rein und fangen das in der besten Form irgendwie auf. Und dieses Tabu ist nach wie vor spürbar, auch bei anderen Themen und so. Deswegen... Ja, ist es, also ich kann nur beipflichten, was Bernd gesagt hat. Mit der, das ist ein absolut wichtiges Gut. Das Schlimme ist doch, jetzt gehst du gerade, draußen sitzt die Dame vorne. Er hat einen tollen Film gemacht über Gaza. Der spielt parallel in einem anderen Haus und er ist absolut auch meiner Meinung.
Und das Witzige ist, jetzt gerade hat der internationale Gerichtshof, gerade eben Netanyahu, sozusagen indirekt angeklagt, jetzt muss die Regierung auf einmal umswitchen. Was machen die jetzt? Die stehen auf einmal da am Rücken an der Wand und sagen, das, was ich letzte Woche noch gesagt habe, ist alles für die Katze, jetzt müssen wir tatsächlich Netanyahu anklagen und mal gucken, dass es nicht noch mehr Kriegsverbrechen gibt. Und da bin ich mal gespannt, weil die Regierung sozusagen schwimmt, schon immer schwimmt und damals halt auch. Das ist kein Vorwurf, aber dann muss man wenigstens dazu stehen, dass man teilweise Fehler gemacht hat. Ja, das ist ja im Grunde auch genau das Problem, warum das auch weiterhin so klein gehalten wird und warum man dann auch, warum du auch anfangs Probleme hattest, das Stück überhaupt aufhören zu können, weil es einfach klein gehalten wird. Und das mit Netanyahu, wenn sie sich da anders verhalten würden, die Regierung, das wäre ein ganz klarer Rechtsbruch. Das könnten sie gar nicht. Wobei, ich musste da dann auch ein bisschen an dieses Gedicht von Hallervorden denken, was ich auch echt finde, was ein Gänsehautgedicht ist, Gaza, Gaza, an diesen Satz von Ampel bis AfD, alle halten Apartheid die Treue. Habe ich jetzt wahrscheinlich nicht ganz korrekt zitiert, aber so in der Art. Und wer hat das gesagt? Das hat Hallervorden in Gaza, Gaza, genau. Ja, und jetzt kam von der Werteunion, von dem Georg Maaßen, eine Verurteilung dessen, dass unsere Regierung sagt, ja, dieser beantragte Haftbefehl, wenn es dann wirklich dazu kommt, dann müssen wir dem auch nachgehen. Würden sie das nicht tun, dann wäre das ein ganz klarer Rechtsbruch. Aber jetzt wiederum haben wir dann aus der anderen Seite von Oppositionellen, die in der Corona-Zeit kritisch waren, dann da so eine Haltung, dass sie dann meinen, wir müssten mit zweierlei Maß messen. Und im Grunde, wenn wir dieses Kritische nicht grundsätzlich irgendwo mal lernen, dass man, ja, dass es nicht darum geht, wer ist das Feindbild, in der Corona-Zeit waren es die Ungeimpften. Das kam in dem Stück wunderbar zur Geltung, wie jemand seinen Job verlor, wie eine Beziehung auseinanderging, aufgrund dessen, dass er sich da kritisch verhalten und geäußert hatte. Dann kam das mit dem Ukraine-Krieg, da war dann jeder, der gegen Waffenlieferungen ist, das Feindbild. Meines Erachtens jetzt sind es die Muslime, die Palästina-Demos, wo sich wieder genauso verhalten wird. Und um zurückzukommen auf das, was ihr auch gesagt habt, weil das ist mir auch ganz wichtig, Kunst, Schauspiel, Bühne, Theater, es gab da, ich hab mir dazu ein Zitat aufgeschrieben, die in Bezug auf die Tradition des politischen Theaters von Marc Silbermann 2006, der hat gesagt, dass Theater naturgemäß und damit von seinem Charakter her politisch ist. Das ist ein Professor der neueren deutschen Literaturwissenschaft. Und so habe ich Theater kennengelernt, so habe ich es erlebt, auch zur Zeit der Bankenkrise. Elfriede Jelinek hatte da auch ein Stück, was sehr, sehr kritisch war. Und es ist, ich weiß nicht, seit Corona ist das komplett tot. Wie habt ihr es davor erlebt? Gab es da noch was Kritisches, was Gesellschaftskritisches? Wo war der Cut für euch? Also ich war vor über 16 Jahren festangestellter Schauspieler im Staatstheater in Stuttgart. Und das ist witzig, weil gerade da war das Theater am politischsten für mich eigentlich. Da haben sie sich wirklich getraut, gegen Stuttgart 21 ein Stück zu machen. Also mehrere Stücke. Volker Lösch war da sehr politisch aktiv. Und das Theater war voll. Die haben das geliebt. Und mittlerweile traut man sich das einfach nicht mehr. Und das ist wirklich, also natürlich schade. Ich komme aus der Unterhaltungsbranche jetzt. Ja, ich bin jetzt in einem Privattheater, wo man wirklich auf eine gute Auslastung gehen muss. Das konnten wir uns bisher nicht leisten. Aber ich merke, die anderen machen nichts mehr. Jetzt müssen wir sozusagen in diese Lücke springen. Ja, du beschreibst es, dass du auch andere angesprochen hast, was ja im Grunde diesen Anspruch auch angeht, kritisch zu sein, und hast auch so ein bisschen versucht, da ja so einen kleinen Samen zu streuen, von wegen, macht auch mal was. Wie waren denn die Reaktionen? Na, die Reaktionen waren bis jetzt noch gar nicht, weil, wie gesagt, das war jetzt der Samen heute, und mal gucken, was für Reaktionen jetzt kommen. Mhm. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da das große Schweigen im Walde stattfindet. Also die haben eventuell nicht den Arsch in der Hose, oder die
riskieren es nicht oder vielleicht haben sie auch nicht den Zugang dazu, das kann auch sein. Also interessant ist ja vor allem, dass das nach wie vor gilt. Ne? Also ich habe einem öffentlich-rechtlichen Sender das Stück nochmal nach den RKI-Files angeboten, nachdem die rauskam. Ja. Weil ich finde, das ist allein eine Plattform, also es sind Dokumente, über die man diskutieren muss, finde ich. Und auf jeden Fall kann. Und ich habe sie nochmal angeboten im Zuge dessen und habe gesagt, naja, jetzt wäre doch irgendwie eine Möglichkeit. Und es kam wieder die Reaktion, das Stück sei polemisch. Und das ist irgendwie interessant. Also das Stück war, also die Theaterfassung auf ein Theaterfestival eingeladen in Österreich 2022, zu der Dramatikerbörse. Und da gab es im Zuge dessen auch eine Diskussion, die sehr verhalten stattgefunden hat. Und da war, also ich weiß noch von einer UdK-Studentin, die sagte, sie möchte mir jetzt mal sagen, also wenn ich Erfolg haben möchte mit dem Stück, das kann ich mir abschminken, weil Erfolg wird es nicht geben. Ich werde das nur in einem Lager spielen können. Und das hat mich sehr erstaunt, weil meine Reaktion darauf war nur, weißt du was, ich habe das Stück nicht geschrieben, um Erfolg zu haben, sondern ich habe das Stück geschrieben, weil es angebracht ist. Und dieses Gefühl, weil ich habe mich nie identifiziert mit politischem Theater und nie in die Richtung geschrieben oder irgendwas produziert und hatte das nicht vor. Aber in der Zeit, in der, also zwischen 20 und 23, oder das Stück ist ja geschrieben in 2021 ja, in erster Linie. Und es ist danach alles wahr geworden. Ach, ich wollte auf deine Frage von eben noch, auf die ersten noch antworten. Und ich hatte das Gefühl, es hat eine Notwendigkeit, weil dem, wie ich die Dinge beobachtet habe, hatte ich eine ganz große Beklemmung und eben auch die Befürchtung, da passiert was, was unter den Teppich fällt und das darf nicht, weil es unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Das sage ich immer wieder, egal wie man zum Virus steht, unsere Gesellschaft wurde gespalten. Wir haben uns angefeindet, wir haben uns deklariert mit Stempeln, wir haben uns und tatsächlich auch beide Seiten, also da bin ich auch kritisch, also es war jetzt nicht von Kritikern alles rein so, da muss man auch selbstkritisch sein, aber die Vehemenz, wie schnell das ging und umgeschlagen ist und das zu tabuisieren, zu sagen, jetzt stell dich doch nicht so an, ist doch vorbei, was ich auch schon gehört habe. Ich denke, nichts ist vorbei, weil das beschäftigt uns alle irgendwie. Selbst wenn man darüber hinweg ist, kann man ja auch darüber reden, sagen, nee, du, ich habe das so und so gesehen, findet auch nicht statt. Ja. Und zu deiner ersten Frage, die war ja, ob das alles überspitzt gemeint war. Nein, also es war doch im ersten Sinne, als es geschrieben war, wirkte es überspitzt. Und es trat aber alles nach und nach ein. Also es gibt eine Szene, du kennst sie jetzt aus dem Stück, in dem Café, wo der Mann ein Cappuccino zum Mitnehmen möchte, aber keinen bekommt, weil er keinen Ausweis hat. Und diese Ausweiskontrolle, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das ist erst... Als du das geschrieben hast, gab es die Ausweiskontrolle noch nicht. Bitte gehen Sie. Ihr Cappuccino. Ach, danke. Stimmt so. Einen schönen Tag. Halt, geben Sie den Kaffee her. Er ist schon bezahlt. Hergeben, habe ich gesagt. Lassen Sie mich los. Es ist nur ein Kaffee. Gott. Ja, der Ihnen nicht zusteht. Flavio. Bin schon da. Oh, Sie Irrer, sind Sie verrückt? Jetzt haben Sie mir den heißen Kaffee über den Arm geschüttet. Oh. Halten Sie das Maul! Sie hatten kein Recht. Britta macht die Tür auf. Los, verschwinden Sie! Oh. Irrer, Gestörter, gefährdet uns alle. Genau, das war noch davor und das ist dann eingetreten. Und zu dem Müll rausbringen... da dachte ich nämlich auch, ach, das ist ja völlig übertrieben und irgendwie darüber kann man auch lachen. Und nach einer Lesung kam ein Zuschauer zu mir und sagte, wissen Sie was, ich wollte Ihnen nur mal sagen, im Dorf meiner Eltern ist genau das passiert. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil er meinte, sein Vater hat nach 9 Uhr den Müll rausgebracht und eine Stunde später stand das Ordnungsamt vor der Tür. Ich war nur im Hof. Sie haben das Haus verlassen und das war nicht gestattet. Ich habe nur den Müll rausgebracht. Ja, während der Ausgangssperre. Die Kleine, sie hat im Augenblick eine gute Verdauung. Der Müll, es waren Windeln drin, der hat streng gerochen. Das hätten Sie auch früher erledigen können. Gut, ich notiere ins Protokoll. Die Beschuldigte gesteht die Tat. Es gibt nichts zu gestehen. Ich habe nur den Müll rausgebracht. Ja, das ist notiert. Kann ich jetzt bitte wieder zu meiner Tochter? Sie werden erst dem Richter vorgeführt. Dem Richter? Warum? Er wird über Ihren Fall entscheiden. Ich habe nicht mal einen Anwalt bei mir. Ich möchte gerne mit einem Anwalt sprechen. Den brauchen Sie in dem Fall nicht. Ich habe das Recht, meinen Anwalt anzurufen. Ihre Rechte sind im Augenblick eingeschränkt. Die Umstände. Sie verstehen. Wir haben zu viele Fälle und müssen uns beeilen. Das heißt, Schnellverfahren ohne Anwalt.
Und es ist nicht alles nicht so, ich bin wieder Gänsehaut, es ist alles nicht so weit weg. Es wirkt überspitzt und es ist so ein kompaktes Konglomerat von diesen ganzen Szenarien. Auch das Kind, was da 8-mal schrubben muss, bis der Stempel ab ist, das hatten wir alles. Wie oft hast du dir denn die Hände gewaschen, Simon? Schon 7-mal. Dann wasch sie noch einmal. Aber es tut schon weh. Die Haut ist schon ganz rau. Das ist egal. Es geht um die Gesundheit. Oder willst du das Oma und Opa? Nein, Frau Bernhard. Erst wenn der Stempel nicht mehr zu sehen ist auf der Haut, kannst du in den Speisesaal und zu Mittag essen. Reicht nicht ein Stempel, der nach 3-mal waschen wieder abgeht? Warum muss ich 8-mal waschen, bis er weg ist? Und es richtig wehtut? Beklagst du dich etwa, dass wir uns Sorgen machen um dich? Nein, Frau Bernhard. Ich hab bloß Hunger. Ich gehe dann nochmal waschen. Und das natürlich so geballt zu kriegen, aber es ist nicht so weit weg von der Realität. Und die meisten Szenen sind tatsächlich real. Also die Mädchen im Hotelzimmer, das zweite. Mhm. Auf Mallorca gab es das Hotel, wo die Jugendlichen eingesperrt waren. Los, aufmachen! Du hast doch den Hotelier gehört vorhin auf dem Gang. Wir müssen in unseren Zimmern bleiben. Ja, aber ich will das nicht. 14 Tage lang eingesperrt sein, ohne Grund. Sie lassen uns nicht mal in den Speisesaal. Ja, sie bringen uns das Essen an die Tür. An die Tür! Nicht einmal ins Zimmer! Stellen es am Boden ab und klopfen, dass wir wissen, dass es da ist. Und wir sollen bis 10 zählen und es dann vom Flur ins Zimmer holen. Die Spinnen! Die behandeln uns wie Verbrecher! Wegen einem Test? Ja, wegen einem. Wie viele sind wir? 300. 300? Und wegen einem Test müssen 300 14 Tage lang hier drin bleiben? Ich sag doch, es ist ein Gefängnis! Dieser Monolog am Ende des Journalisten, den gab es auch so, auch zu Beginn im April 21 schon, auch wo es um Impfschäden ging. Und es heute heißt, nein, man wusste es. Doch, man wusste es. Und es geht mir wie Bären zu sagen, ja, nee, irgendwie jemand anzuklagen, dann steht doch dazu. Also mir geht es um die Aufrichtigkeit. Wenn jemand da steht und sagt, hey, es war scheiße, schön, darf man es sagen, ja. es war so kacke, wie es war und rückblickend und ich habe es nicht besser gewusst, sage ich, ey, Chapeau, mein Respekt, dass du dich hinstellst und aufrichtig mit dir selber bist. Und das fordere ich in erster Linie. Und dann kann man auch weitergehen und drüber sprechen und so. Aber solange das nicht passiert und weiß ich auch nicht, ob das stattfindet. Aber deswegen sind sehr viele Szenen tatsächlich real und 1:1 übernommen. Also ich finde ganz wichtig, man muss drüber sprechen, weil damit das einfach nicht nochmal so passiert. Das ist einfach für uns eine unglaubliche Zeit gewesen. Wirklich, also die ganze Bevölkerung wurde eingesperrt. Ja, und da muss man einfach gucken, hey, wir haben schon auch noch irgendwelche Grundrechte, dass man das nicht einfach so machen kann. Natürlich, es war ein Virus, der hat Menschenleben gefordert und niemand wusste genau, was passiert und so weiter. Aber trotzdem, es gibt auch andere Länder, die haben es anders gemacht. Und wieso hat man da nicht irgendwie Rat geholt und verglichen? Nee, man war stur und hat es so durchgezogen. Mhm. Jetzt im Nachhinein ist man natürlich schlauer, im Nachhinein haben die anderen dann doch recht gehabt und auch da muss man doch sagen. Hast du den Eindruck, die anderen werden, also man gibt es jetzt wirklich offen zu, die anderen hatten recht, die Kritiker hatten recht? Sagen wir so, die sagen alle, die Kritiker selber sagen es nicht, aber die Politiker geben es teilweise zu. Selbst Herr Lauterbach hat es schon zugegeben, dass da einige Fehler passiert sind. Es bringt auch nichts. Die Bevölkerung sieht es aber noch nicht so. Die sagen, ja, damals war es halt so. Und die schlucken alles so in sich rein. Das ist typisch deutsches Verhalten. Ja, jetzt müssen wir nach vorne gucken. Dann sage ich, ja, nach vorne gucken definitiv. Aber auch nach hinten gucken. Was ist denn tatsächlich passiert? Und was ist kaputt gemacht worden? Man müsste nach Ursachenforschung jetzt ran. Warum passiert es gerade, was jetzt mit der Bevölkerung abgeht? Das wirklich, es ist, die Bevölkerung ist immer noch gespalten. Es hat niemand was mit Corona zu tun. Es ist Unruhe da. Die Leute wollen nicht mehr unbedingt so arbeiten. Work-Life-Balance ist auf ploppt hoch und sagt, ja, okay, also wenn die paar wenigen, die jetzt noch arbeiten, unsere Rentner durchfüttern sollen, wie soll das dann funktionieren? Aber wenn es die Politik abnickt, dann ist es so. Und da gibt es aber einfach viele, viele Themen. Es geht einfach nur ums Reflektieren und ich finde, man muss politisches Theater genauso auf der Bühne stattfinden lassen dürfen, ohne gleich bestraft zu werden. Und das höre ich immer wieder, dass man tatsächlich einen wichtigen Corona-Film sozusagen nicht zeigen darf in den Kinos, weil die Kinobetreiber, die Corona-Unterstützung bekommen haben, sonst die Corona-Unterstützung weggenommen werden. Wieder. Das ist, okay, also das ist unglaublich. Jetzt im Nachgang noch?
habe ich heute eben erfahren, da gibt es einen, der einen Corona-Film gemacht hat, würde ihn gerne im Kino zeigen. Und die Kinobetreiber sagen, nee, machen wir lieber nicht. Also, und die haben es dann eingefordert und gesagt, eingefragt, ob sie das zeigen dürfen. Und dann kam anscheinend diese Antwort, dass die die Zuschüsse wieder zurückbezahlen müssen. Ja, wieso das denn? Mhm. Quatsch. Also, wie wird das begründet? Haben die das auch gesagt? Das ist ja Wahnsinn. Auch das eben jetzt erstmal gehört, ob das dann alles, muss man erstmal verifizieren. Aber allein der Gedanke, dass man Angst haben muss und nachfragen muss, ob, und diese Angst hatte ich halt nicht. Ich habe es jetzt gemacht und ich bin da begeistert. Ich kannte das Hörspiel schon und ich finde, das sind alles bezaubernde Menschen, die ihre Meinung haben und sie sollen sie ruhig auf der Bühne kundtun. Ganz ehrlich muss ich dir auch nochmal einen Dank von uns allen für aussprechen, eben weil das so häufig nicht passiert, weil das so häufig gecancelt wird. Und es beweist Mut. Ja. Ja, also. Aber es wird am Ende gut ausgehen. Ich glaube, es setzt sich durch, die Chuzpe, immer. Sagen wir so, wenn ein Schauspieler Angst hat, dann ist es kein Schauspieler. Das ist ein Schauspieler. Ich habe immer Angst. Während des Stücks auf der Bühne, immer. Denkst du, Scheiße, was, irgendwie kommt es an und oh Gott, und ist das nicht zu krass und so. Immer bei mir. Aber das ist privat, das kommt nicht ins Fernsehen. Aber was ich noch sagen wollte zum Eingesperrten. Ich glaube, geht vom normalen Lampenfieber, was so jeder hat. Nee, ich habe es auf der Bühne während des Lesens. Das kenne ich aus anderen Stücken, da habe ich das nicht. Okay. Aber zum Eingesperrtsein noch, weil ich habe. Darum geht es nämlich auch. So, die Bevölkerung in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber wir reden jetzt über unser Land, wurde wirklich weggesperrt. Und nicht nur der Virus hat der Menschenleben geopfert, sondern auch die Maßnahmen. Das war nur mein Punkt im Sinne von, man musste abwägen, was meiner Meinung nach nicht stattgefunden hat. Und ich habe im Zug letztens, also jetzt ein Dreivierteljahr her ungefähr, von Berlin nach Köln, in meinem Abteil saß ein junger Pilot, mit dem ich ins Gespräch kam, ein Pilot von Privatjets. Mhm. Und der verriet mir, dass er im Lockdown, auch als Ausgangssperre war, die ganzen hohen Politiker aus Berlin privat mit seinem Jet in die Karibik geflogen hat, auf eine Insel, wo es keine Beschränkungen, keine Masken gab und die da ihre Zeit verbracht haben, während wir eingesperrt waren. Ich habe ihn nach Namen gefragt, er hat mir keine genannt, darf er natürlich nicht. Aber das zu hören allein, merkt man, warte mal, wir können ja über alles reden, aber dieses Mami, Papi machen was und ich soll gehorchen, ist es so ein Verhältnis, ein Machtverhältnis, was nicht konform geht mit einer souveränen, selbstständigen und selbstdenkenden Gesellschaft, dann muss man drüber reden und sagen, warte mal, wenn ihr uns wegsperrt und wir sollen das tolerieren und akzeptieren, wir kriegen Strafen, aber ihr fliegt in die Karibik, Moment. Und das findet eben auch nicht statt. So, da muss man... Ja, das ist das im Endeffekt, was mich an, wie Ulrike Juro es auch nennt, simulative Demokratie nennt. Also da liegt schon einiges im Argen. Ja, gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr gerne vielleicht auch der Kunst- und Kulturszene nochmal mit auf den Weg geben würdet und auch dem Publikum, den Zuschauern vielleicht so in Richtung habt Mut? Ihr hattet jetzt den Mut. Es ist super angekommen. Es gab Standing Ovations sofort. Ja, stimmt, ja. Ja, das war auch so ein Gänsehautmoment, fand ich ganz toll. Es fühlt sich für euch, wie ihr wirkt, gut an. Und wollt ihr noch irgendjemandem vielleicht auch aus eurem Bereich oder Publikum irgendwas zum Schluss mitgeben, unseren Lesern? Ich glaube, das meiste ist gesagt. Und Mut ist immer wichtig im Leben. Und geht raus, daheim sterben die Leute. Sehr schön. Ich möchte keinen Ratschlag geben, aber im Sinne von einfach nur als Signal, ich bin für jeden und jedes Gespräch offen. Ich weiß nicht, ob es so eine Hemmschwelle gibt, je nachdem, wie und wo man sich bewegt hat, sich zu begegnen. Und da gibt es eine absolute Offenheit. Also ich will keinem Rat geben oder so, aber so, wie sagt man, man zieht ja das an, was man ausstrahlt. Und, irgendwie geht es der Weg auch so weiter. Also die E-Mail-Adressen sind online und irgendwie, wer Bock hat, kritisch zu denken und ein bisschen rumzuschimpfen, aber mit liebevollem Herz und so. Und im Sinne von Menschlichkeit, dann kann man uns melden. Oh, naja, dann würde ich das jetzt nicht sagen, aber ja, doch, wahrscheinlich habe ich so gemeint. Aber ja, genau. Also, ja, doch. Und gerade eine Kollegin, Schauspielkollegin und Regisseurin, Gabriele Gysi, die hat mal so schön gesagt im Interview, wir Menschen sind doch denkende Wesen. Und wenn man zusammen denkt, ist doch toll. Und das ist es.
nicht immer gegeneinander und du bist auf der Seite ein bisschen schlechter. Ja, lass uns doch gemeinsam uns erhöhen und streiten mit nicht. Liebe Streit, aber wenn es nicht persönlich wird, sondern der Sache wegen. Inhalt. Also. Inhaltlich, genau, genau. Sachlich, und ganz wichtig zum Schluss, und das Lachen. Ja. Nicht vergessen. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank an euch beiden. Vielen Dank für euren Einsatz und vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke dir. Danke auch. Tschüss. Tschüss.